Modern Warfare 2 ist eines der Call of Duty aller Zeiten. Es hat Captain Price, es hat Ghost und nach einem halben Jahr hat es eine überraschend solide Spieleranzahl. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Diese Menschen spielen aber alle Multiplayer oder Warzone 2. Im Gegensatz zu denen nehmen wir uns heute die Kampagne vor und finden raus, ob man Call of Duty Modern Warfare 2 durchspielen kann, ohne zu schießen. Die Regeln für diese Challenge sollten ziemlich offensichtlich sein. Ich darf meine Feinde nicht mit Schusswaffen eliminieren. Granaten und Messer sind erlaubt. Und Fahrzeugparts sind von diesen Regeln wie immer ausgenommen. Fangen wir direkt an und starten ein neues Spiel auf Rekrut. Ich weiß, echte Profis würden das auf realistisch mit zwei gebrochenen Armen durchziehen, aber ich für meinen Teil bevorzuge es, mit einer Hand in der Hose spielen zu können. Also, was geht ab? Die Russen treffen sich in Syrien mit dem Iran für einen Waffenhandel oder so. Und da die USA der Meinung sind, dass beide dieser Länder nichts Schönes im Leben verdient haben, töten wir alle Anwesenden mit einer Langstreckenrakete. Ist so eine Rakete gegen die Regeln? Da ich das Video irgendwie auf 8 Minuten strecken muss, erlauben wir das mal. Warum zum Fick braucht der Name des Spiels Untertitel? Oh oh, Newsflash. Andrew Tate will Rache für den getöteten iranischen General und trifft sich deshalb mit syrischen Terroristen. Gemeinsam sollen Soap und Ghost ihn ein für alle Mal canceln, indem wir ihm eine Kugel zwischen die Augen verpassen. Unser Heli setzt uns ab, wird kurz darauf vom Himmel geholt und aus irgendeinem Grund komme ich nicht nah genug an den Kollegen in diesem Loch, um ihm die Fresse einzuschlagen. Gott sei Dank entscheidet er sich rauszukommen, ansonsten wäre das Video an dieser Stelle wahrscheinlich vorbei. Leider muss ich an diesem Punkt feststellen, dass Call of Duty jetzt auch Killmoves hat, so wie Doom, was es unfassbar angenehm machen wird, dieses Spiel durchzuspielen. Auf der Suche nach Tate finde ich dann raus, wie wichtig es ist, regelmäßig seine Frau zu schlagen, damit nicht sowas passiert, und an der Absturzstelle des Helis finden wir genau einen Überlebenden. Da ich leider nicht auf die Gegner schießen darf, die uns umzingelt haben, muss ich meinen KI-Kameraden dabei zusehen, wie sie einen ganz passablen Job machen. Dann fällt mir aber ein, dass ich unsere Flanke sichern kann, indem ich ein paar Minen verteile. Später werden wir auf unserer Suche von einem Scharfschützen ins Visier genommen, den natürlich ausgerechnet ich töten soll. Allerdings kann er mich auf Rekrut nicht one-shotten und wenn ich weit genug durch sein Feuer laufe, geht das Spiel einfach davon aus, dass er tot ist, weshalb es ohne Probleme und viel wichtiger, ohne einen abgegebenen Schuss einfach weitergeht. Tate ist zwar nicht mehr hier, aber wir finden seine 2000 Euro Gucci-Jacke sowie eine amerikanische Langstreckenrakete, von der natürlich niemand weiß, wie sie dem Iran in die Hände fallen konnte. Wir erhalten den Befehl, sie zu zerstören, und dann geht es als Captain Price und Gas ab nach Amsterdam. Denn wenn unser iranischer Freund irgendwo hin ist, dann nach Amsterdam, um erstmal einen dicken Dübel durchzuziehen. Glücklicherweise starte ich diese Mission mit ein paar Wurfmessern, was es mir erlaubt, die Wachen an den Docks großteils lautlos auszuschalten. Dann lege ich mich noch mit einem Patrouillenboot an, finde raus, dass der Iran mit den Terroristen und dem mexikanischen Kartell gemeinsame Sache macht und im WhatsApp-Chatverlauf dieses Typen erfahre ich, dass gerade einmal 30% meiner Aufrufe von Abonnenten kommen. Helft mir also dabei, die 100.000 Abonnenten zu erreichen und abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Ganz beiläufig erfahren wir außerdem, dass sich die Terroristen in ein paar Stunden mit dem Kartell in einem Café treffen wollen. Also geht es ab in die Amsterdamer Innenstadt, die so lebensecht sein soll, dass Call of Duty sogar darüber getwittert hat. Und tatsächlich, überall gibt es Menschen, die Fotos machen, ohne die Kamera zu öffnen, die coole Sachen auf ihrem Homescreen zeigen wollen oder rauchen, ohne ihren Mund auch nur im geringsten zu bewegen. Und wie im echten Leben, als ich versuche, ein Kind zu schlagen, werde ich an den letzten Kontrollpunkt zurückgesetzt. Ich setze eine Kartellwache außer Gefecht, Price nimmt den Unterhändler fest und als ich dann beginne, auf ein paar ausländisch aussehende Menschen einzustechen, tut ganz Amsterdam das einzig Richtige und zieht weg. Der Gefangene verrät uns, dass das Kartell Hassan, also den Glatzkopf, den ich Andrew Tate genannt habe, von Mexiko aus über die amerikanische Grenze schleusen will, als wäre er eine Ladung Kokain, weshalb ich nun als mexikanische Spezialeinheit Grenzschutz spielen muss. Glücklicherweise ist die Grenze zu Mexiko nicht sonderlich lang, weshalb wir Hassan pünktlich beim Überqueren aufspüren und ihm so als illegale Immigranten hinterherjagen. Es gibt zwar ein paar Rassisten, die das nicht so cool finden, aber meine Glock leistet, was das betrifft, gute Überzeugungsarbeit. Das sind 100% akkurate amerikanische Polizisten, denn sie erschießen mich, obwohl ich mich ergeben habe. In einem Haus werde ich dann natürlich überwältigt, was nur passieren kann, weil es in einer Cutscene stattfindet. Ich treffe auf Hassan, der spontan alles anzündet und dann wieder in Richtung Mexiko entkommt. Mensch, ich wette, die 5 Minuten, in denen er in den USA war, haben sich ausgezahlt. Ab jetzt machen Soap, Ghost und die mexikanische Spezialeinheit gemeinsame Sache und wir raiden ein Versteck des Kartells, damit wir Hassan endlich festsetzen können. Es sollte niemanden großartig überraschen, aber Kämpfe sind kein großes Problem. Besonders da ich im Häuserkampf quasi in Umarmungsreichweite bin, was es mir einfach macht, meinen Feinden heftige Killmoves zu verpassen.
Zwar finden wir den schleimigen Glatzkopf wieder einmal nicht, dafür wissen wir aber, dass er auf jeden Fall hier war, denn was wäre ein Terrorist / Freiheitskämpfer / Soldat, wenn er nicht überall die Flagge seiner Organisation aufhängen würde? Als wir dann von einem korrupten Teil der mexikanischen Armee angegriffen werden, die vom Kartell bezahlt werden, hatte ich erst vor, meine Kollegen die ganze Arbeit machen zu lassen. Bis mir aufgefallen ist, dass ich auch einfach meine Haftbomben an ihre Einsatzschilde werfen kann. Oder ich verwende den Unterlaufgranatwerfer meiner Waffe. Immerhin schieße ich nicht, ich werfe damit Granaten. Das spielt aber gar keine Rolle, denn wir werden überrannt und müssen fliehen. Erst laufen wir einen Hang hinab, springen wagemutig die Klippen entlang, werden von einem Sniper ins Visier genommen, springen in unseren Suizid, aber überleben dank des Call of Duty typischen Bloody Screens und schwimmen dann den Fluss entlang, während die mexikanische Armee beweist, dass sie das Schießen wohl von den Sturmtrupplern aus Star Wars gelernt haben. Am Ende des Levels rettet uns dann ein Kampfflugzeug der Shadow Company, deren Logo mir irgendwie bekannt vorkommt. Wo habe ich das schon einmal gesehen? Immerhin haben wir jetzt Luftunterstützung bei unserer Jagd nach Hassan. Nur sind die nächsten beiden Missionen absolut unnötig, denn sie bestehen daraus, dass ich als Schütze eines AC-130 Kampfflugzeugs mich wirklich heftig zurückhalten muss, damit ich keine Kriegsverbrechen begehe. Wir können Hassan jedenfalls gefangen nehmen und mitten in der Scheißwüste verhören. Damit ist das Spiel fast vorbei, richtig? Nicht ganz, denn da er uns natürlich nicht verrät, was er vorhat, und wir leider irgendwie keine Beweise haben, dass er überhaupt irgendetwas vorhat, müssen wir ihn wieder gehen lassen. Denn wenn die USA eines nie tun würde, dann wäre es Kriegsverbrechen zu begehen oder Menschenrechte zu verletzen und Gefangene unter Terrorverdacht in einem kubanischen Gefängnis einzusperren, wo sie seit dem 11. September täglich gefoltert werden, weil sie so aussehen. Wer war dumm genug, diese Story zu schreiben? Wir lassen Hassan also wieder laufen, damit das Spiel nicht nur 2 Stunden lang ist, aber nicht bevor wir seine Anrufliste checken, um rauszufinden, dass er mit einer Fischfarm, die dem Kartell gehört, telefoniert hat. Wir haben also ein Kartell, das Tiere züchtet und ihre Ware als Nahrungstransport getarnt über die Grenze schmuggelt. Kommt das noch jemandem bekannt vor? Price und Gas müssen also die Anlage infiltrieren und ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Sniper-Mission! Gott sei Dank schaltet Price unbemerkt alle Feinde aus, wenn ich zu lange brauche, denn Schießen ist bei mir nicht, wenn ihr euch erinnert. Wie es aussieht, spiele ich wohl die Call of Duty Visual Novel Dating Sim. Und dann laufe ich ungelogen fast 2 Minuten in eine Richtung, bevor ich ein Lagerhaus mit etwas Tränengas räume und die rausstürmenden Wachen mit ein wenig C4 überrasche. Zu diesem Zeitpunkt ist mein Spiel dann dummerweise gecrashed und als ich die Mission vom letzten Checkpoint aus fortsetzen wollte, ist es wieder abgestürzt. Also habe ich die Mission neu gestartet und die meisten Gegner einfach mit einer Waffe getötet. Im Wesentlichen habe ich ohnehin schon bewiesen, dass man dieses Level ohne Schießen durchspielen kann. Und wenn die Entwickler es nicht schaffen, dass ihr Spiel nach mehr als einem halben Jahr stabil läuft, dann können sie mich am Arsch lecken. Viel mehr ist sowieso nicht passiert. Wir finden absolut gar nichts raus und die Frau wird entführt, damit die nächste Mission im Spiel sein kann. Eigentlich wollte ich versuchen, dieses Level zu beenden, indem ich einfach nur zusehe, aber scheiß drauf. In einem Heli mitzufliegen zählt als Fahrzeugpart. Na Männer, ein bisschen rumhängen? Kopfüber an einem Seil zu hängen, das an einem Heli befestigt ist, zählt doch sicher auch als Fahrzeugpart. Sich aus einem fahrenden Fahrzeug zu lehnen, zählt ganz bestimmt als Fahrzeugpart. Und mit einem Granatwerfer auf einer Ladefläche zu stehen, sicher auch. Ich weiche also einigen Minen aus, lege mich mit einem Panzer an und da ist die Frau auch schon wieder gerettet. Und die letzten beiden Missionen haben uns kein Stück näher an unser Ziel gebracht. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir eigentlich in Mexiko einen Terroristen gejagt haben. Also trifft sich Soap jetzt einfach mit dem Boss des Kartells, um diesen direkt zu fragen, was Hassan von ihm wollte. Wie zum Fick kommt mein Partner jetzt unbemerkt in die Villa? Keine Zeit. Oh, für eine Begründung haben die Millionen Dollar, die die Autoren bekommen haben, wohl nicht gereicht. Ich treffe auf Kollega, werde von einer Frau, die ganz nebenbei der schlechteste Charakter im Spiel ist, verhört und darf mich darauf vorbereiten, den Boss zu treffen. Ich weiß nicht ganz warum, aber ich prügle mich mit Kolle und kann ihn ausnocken. Da fehlten ihm wohl die Raubtiere als Haustiere. Fahre mit seiner Schlüsselkarte in die oberste Etage, finde raus, dass die Frau von vorhin der Boss des Kartells ist, Mensch, was für ein Twist, und dann nehmen wir sie gefangen. Während einer Befragung verrät sie uns, dass sie eine Rakete auf eine Bohrinsel gebracht haben, also stürmen wir diese, das hat vielleicht 2 Minuten gedauert, und stellen fest, dass das Lenksystem der Rakete dummerweise auf einem Schiff ist. Wir surfen diesem also hinterher, ich renne einmal quer über den Rumpf, schlage jeden Terroristen auf meinem Weg zur Brücke die Zähne aus der Fresse und kann das Ziel der Rakete in einem Minigame auf die Bohrinsel umlenken. Katastrophe abgewendet. Fun Fact, wusstet ihr, dass General Shepard und die Shadow Company im Original von 2009 eigentlich böse waren? Aus diesem Grund haben sie während unseres Einsatzes alle Mitglieder der mexikanischen Spezialeinheit inhaftiert,
ihre Basis eingenommen und weil Soap und Ghost das nicht so cool fanden, versucht, beide umzubringen. Ja, der Twist kam irgendwie aus dem Nichts. Willkommen in der vielleicht schlechtesten Mission im Spiel. Während die Shadow Company jetzt auf einmal doch Kriegsverbrechen begehen kann, versuche ich halb am Verbluten Hilfe zu bekommen. Ihr wisst genau, welchen Witz ich jetzt machen könnte. Da ich mich schlecht wehren kann, bleibe ich lieber im Dunkeln und meide Gegner, loote die Umgebung, als würde ich Warzone spielen, crafte Gegenstände, um Türen aufzubrechen und finde eine Falle, die ich nicht entschärfen kann. Schaut dann die Entwickler, die ihr Spiel wirklich gut getestet haben. Wenigstens bin ich unter Wasser unsichtbar, weshalb es meine Feinde gar nicht mitbekommen, wenn ich vor ihrer Nase einen ihrer Kameraden kaltblütig ermorde. Ich kann jedenfalls Ghost erreichen, wir stehlen ein Auto und dann wird es Zeit, die mexikanische Spezialeinheit aus dem Gefängnis zu befreien. Leider muss ich an dieser Stelle zugeben, dass du Modern Warfare 2 nicht durchspielen kannst, ohne zu schießen. Denn Ghost möchte von mir, dass ich eine der beiden Wachen am Turm ausschalte. Wenn ich abwarte, passiert genau nichts und ich würde wahrscheinlich in 2 Wochen noch hier sitzen. Und wenn ich versuche, es auf eigene Faust zu regeln und die Wachen am Boden ausschalte, fliegen wir sofort auf, ein MG-Truck rückt an und die Scharfschützen one-hitten mich plötzlich. Was die COD-Art ist, dem Spieler zu vermitteln, dass er das nicht tun soll. Also erschieße ich leider die Wache am Turm, erklimme die Mauer, stoße in den Überwachungsraum vor und leite Ghost dabei an, uns den Weg freizuräumen. Natürlich achte ich dabei penibel darauf, dass auch er nur sein Messer verwendet. Wobei in einem Drehstuhl mit Rollen zu sitzen, während ich das Bildmaterial einer Sicherheitskamera beobachte, bestimmt als Fahrzeugpart gelten würde. Wir befreien den Charakter, den ich bisher kein einziges Mal beim Namen genannt habe, sowie den Rest der Spezialeinheit. Ich bringe wieder einmal nichts als meine Fäuste zu einer Schießerei. Es gelingt mir, einige Autos explodieren zu lassen, an die wir vorhin Sprengsätze angebracht haben. Und dann kommen auch schon Gas und Price zu unserer Rettung. Allesamt aufpassen, hier ist der Grund, warum Shepard und die Shadow Company böse sind. In einer Rückblende erfahren wir, dass Shepard von den Söldnern 3 Raketen an syrische Rebellen liefern lassen wollte. Die Russen haben die Lieferung abgefangen und sie dem Iran zukommen lassen, der sie aus Rache für den Anschlag in der ersten Mission jetzt gegen die USA richten will. Dieser nette russische Soldat hilft mir dabei, die Regeln der Challenge nicht noch einmal zu brechen, und vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich 3 Raketen gesagt habe. Wir haben bisher aber nur 2 gefunden. Damit wir den Boss des Kartells diesmal vielleicht ein klein wenig gründlicher befragen können, müssen wir erst die Basis der Mexikaner zurückerobern. Team 1 schleicht sich von unten in die Basis und weicht jeder Menge Sprengladungen aus. Dem geübten Gamer wird vielleicht ins Auge stechen, dass Lichtquellen in Videospielen nicht so funktionieren sollten. Nachdem mich die Sonne im Keller der Anlage dann beinahe erblinden hat lassen und wir einen Heli sichern konnten, geht Team 2 dann mit Luftunterstützung frontal rein. Wusstet ihr, dass man mit einem Einsatzschild nahezu unbesiegbar ist? Natürlich ist das Fernglas, mit dem ich Ziele für den Heli markieren kann, dann auch noch verbuggt. Eine große Rolle spielt das aber nicht, da es sowieso direkt wieder vom Himmel geholt wird. Der Anführer der Shadow Company rückt mit einem Panzer an, der so hochwertig ist, dass er keine Chance gegen meinen Schild hat. Nachdem ich dem Fahrer also gezeigt habe, dass er nicht den besten Tag erwischt hat, um im Dienst zu sein, besteht der Kampf im Wesentlichen daraus, Sprengladungen auf dem Schießplatz zu finden und den Panzer damit zu bewerfen, bis dieser explodiert. Jetzt, wo die Basis wieder uns gehört, erfahren wir in einem weiteren Gespräch mit der Frau, dass sie Hassan und die 3. Rakete beide irgendwie komplett unbemerkt in eine irrelevante amerikanische Großstadt geschmuggelt haben. Natürlich muss ich in diesem COD-Ghosts-Verschnitt noch einmal meine Schusswaffe verwenden, weil mein Messer keine Fensterscheibe penetrieren kann. Ich finde erneut einen Einsatzschild, was mir den Rest der Mission erstaunlich angenehm gestaltet hat, und nachdem ich 1000 Terroristen, die irgendwie unbemerkt in die USA gekommen sind, zu Matsch verarbeitet habe, gibt die KI von einigen einfach auf. Wir können Hassan endlich dingfest machen, ich lande auf seiner Glatze, stehle ihm die Raketensteuerung und schaffe es, mich lange genug vor ihm und seinen Wachen zu verstecken, um die Abbruchcodes hochzuladen. Jetzt baue ich mir noch aus einer Glasscheibe und etwas Klebeband ein Messer, mit dem ich ein paar Terroristen dabei helfe, ins Paradies zu kommen, und überlebe es, irgendwie von Hassan mit Blei durchsiebt zu werden. Sollte ich jetzt als Ghost nicht schießen, wirft der Glatzkopf Soap einfach aus dem Fenster. Kein Problem, schieße ich ihm einfach in die Eier, hat ja in Black Ops 2 auch funktioniert. Nur hat der Bastard anscheinend keine Eier mehr. Weshalb ich die Regeln ein letztes Mal breche und Hassan ein zweites Arschloch im Gesicht verpasse. Noch eine kein Russisch-Referenz, um Modern Warfare 3 anzuteasern, und damit habe ich Modern Warfare 2 so gut es geht durchgespielt, ohne zu schießen. Obwohl ich mich wirklich lange vor dieser Challenge gedrückt habe, war es im Endeffekt eine der spaßigsten, die ich je für diesen Kanal aufgenommen habe. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und damit bedanke ich mich wie immer herzlich bei allen Unterstützern, die diese hirnrissigen Videos finanzieren. Ihr seid großartig. Habt einen schönen Tag!